Bist. Hier habe ich gerade schon wieder die Natalia schreien hören. Oh, vergessen nachzuladen. Sehr schön. Moira hat mal einen Tod geschlagen. Wahnsinn. Ey, da haben wir doch wieder so ein Upgrade-Dings da, ne? Jaha. Okay. Die Upgrade-Stufe. Hier, ich möchte aber nicht den Schaden, sondern hier Kapazität. Hier. Achso, ja, es funktioniert ja so. Und dann das hier. Komm, und die Feuerrate Stufe 2 kriegt die auch noch. Dann ist mal unsere Schrotflinte ordentlich ausgerüstet. Bin ich bloß mal gespannt, ob das auch geht. Ah ja, jetzt kriegen wir 3 rein in eine zweiläufige. Sehr logisch. Aber uns kann es ja egal sein, Hauptsache. Wo ist sie hingelaufen? Da kommen wir durch. Will ich aber im Moment noch gar nicht. Ah, okay, und da brauchen wir wieder so eine Bohrmaschine. Die wir jetzt natürlich nicht haben. Das heißt, wir können bloß hier. Aber ich glaube, Moira kann uns hier erstmal durchbringen. Komm, Hauk. Okay, was gibt's denn hier Hübsches? Wieder ein Waffenkoffer. Okay. Da können wir ja eigentlich gleich nochmal zurückblitzen dann. Das ist bloß ein Brief. Ja. Wie gesagt, die lese ich nicht vor, weil sonst werden wir hier heute nicht mehr fertig. Und ich würde sagen, da ist die Kleine durchgekrochen. Das heißt, ich will erstmal noch kurz gucken, was uns dieses Tuning-Kit da wieder bringt. Schnell laden. Hier, das könnten wir ja eigentlich mal der hier verpassen, oder? So. Ah, okay. Das heißt, dich muss ich weg, oder wie? Geht aber irgendwie nicht. Okay, das heißt, wir müssen das irgendeiner anderen verpassen. Ich glaube, die hier haben wir noch gar nicht abgegradet. Dann geben wir der doch auch mal was. Dann haben wir das zumindest gleich wieder aus dem Inventar draußen. Und gehen das Risiko nicht ein, dass wir das wegwerfen müssten. Und das ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, ja, kleine Hände, weiß ich. Hier kommen wir nicht weiter. Aber hier ging es, glaube ich, doch auch nicht weiter, nee. Und hier, ja, da war die Kiste drin. Dann können wir eigentlich bloß noch hier weiter. Ah, Aufzug müssen wir fahren. Das kann ja noch was werden hier. Mit Aufzügen in Resident Evil, ja. Habe ich schon meine schlechten Erfahrungen gemacht. Irgendwie wird das den Entwicklern nie leid, Zombies in Fahrstühle einzubauen. Und das Geräusch da hat mir gerade gar nicht gefallen. Na, niemand da.
Okay, was haben wir hier? Wieder eine leere Flasche. Da können wir uns wieder was Nettes draus basteln. Kombinieren mit dem hier. Haben wir wieder was Nettes. Okay, so. Kann ich hier drüber springen oder was? Muss wohl. Das glaube ich aber irgendwie nicht, dass das die Kleine geschafft hat. Wir Da tun ist dir sie. nichts. Hab keine Angst. Wie heißt du? Wo kommst du her? Hat die Frau dich hergebracht? Wo sind... Mann, locker, Claire. Lass mich mit ihr reden. Du hast bestimmt viel Angst. Hab ich doch auch. Ich heiße Moira. Guck, wir sind wie Schwestern. Jetzt wird alles wieder gut. Wie heißt dein Freund? Lottie. Ihr seid beide so tapfer. Du kannst gut mit Kindern. Komm mit. Okay. Und jetzt haben wir die Natalia dabei. Du hast es ganz allein geschafft, dich vor den Ungeheuern zu verstecken? Aha. Tapferes Mädchen. Das wird alles bald vorbei sein. Hör zu, da ist eine böse Lady in dem Turm dort drüben. Wenn wir sie erledigen, können wir alle zusammen die Insel verlassen. Bin ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir den Turm erreicht haben. Und ob wir dann wirklich abhauen können. Moira, hast du das gehört? Ja, noch einer von diesen wandelnden Scheißhaufen. Entschuldigung, ich meine Kothaufen. Und du weißt, was wir mit Kothaufen machen. Okay, können wir da noch irgendetwas kombinieren, was sinnvoll wäre? Sind das hier Schießpulver? Probieren. Ach nee. Ich will mal hier probieren, die Flasche kombinieren mit dem hier. Ah, dann haben wir eine explosive Flasche. Okay, was haben wir hier noch? Stinkende Chemikalie. Das waren diese Geruchsbomben, glaube ich. Okay. Das kombinieren. Ah, es wird einem sogar immer angezeigt, was man kombinieren kann. Das hier kannst du mal mir übergeben. Du benutzt das sowieso nicht. So, komm, dann kombinieren wir das hier auch noch. Einfach nur, damit es weg ist. Okay. Da kannst du mir auch mal eins übergeben. Und dann schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Hier gibt's nichts. Und hier gibt's noch was. Da gibt's nichts. Oh. Moira, komm mal her. Sammel mal für mich das Schießpulver ein und da ist gleich was Verstecktes wieder. Die Natalia mit dem Bärchen. Ist doch süß. Und vor der Taschenlampe hat sie Angst. Aber ist ja auch fies. Aha. Aber wir haben ja keinen Waffen-Upgrade. Nee. Brauchen wir nichts, dann durch hier. Ob die Kleine hier auch schon Backstein-Action bringt? Psst, da unten ist etwas. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ah, leider können wir es nicht von hier oben abknallen. Nee, lass die Kleine mitmachen mit dem Backstein. Okay. Oh, der hat uns trotzdem gesehen. Das war jetzt anders geplant. Dafür hat sich der da festgebackt. Ach nee, das ist die Köderflasche.
Das wollte ich ja nicht. Wie kann man das Ganze wechseln? So nicht. So auch nicht. Ah ne, das war so wechseln. Okay, also... irgendwie... ich will hier Brand ausrüsten, so funktioniert's. Okay, mein Freund, du brennst gleich. Brenn, du Bastard. Interessiert den Guten bloß nicht allzu viel? Dann brennst du halt nochmal. Die können schon ganz schön was abstecken und ich glaube, da oben ist irgendwie was Gigantisches. Unser Endgegner, oder? Pass auf! Der hier ist anders! Das sehe ich auch! Oh. Das wird noch ein Spaß. Oh, der schießt schon wieder. Und der macht einen Mega-Damage. So. Dich habe ich auch. Unsere Muni wird langsam knapp. Schnell weg hier. Da liegt zumindest Pistol-Muni rum. Oh, schön, der hat den anderen weggesnatzt. Aber leider uns auch fast. Erstmal sich kurz um die Kollegen hier kümmern. Da wollte uns der Gute doch gerade voll fertig machen. Da war gerade eine explosive Flasche. Schnell einsammeln. Dich auch. Und wo ist der Kollege da? Was? Ist ja auch fies. Immer drauf hier. Und das war mir irgendwie klar, dass das der Endgegner sein muss, der da oben rumstampft. Und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen in Action. Ich hoffe bloß, den schaffen wir. Vor allem, weil ich hier mit dem Rennen nicht so ganz klar komme. Einfach immer drauf hier. Leider habe ich auch nichts mehr zum Heilen. Aber das war's. Ich glaube, das war's. Das will ich doch hoffen. Der hat uns allerdings ein gutes Damage gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Hier geht's dann anscheinend raus. Und bevor ich jetzt das Mädchen hole, gucken wir hier erst nochmal in die ganzen Kisten. Da gibt es nämlich garantiert noch ein bisschen was für uns. Wir dürfen das Mädchen nicht vergessen. Ja, ja. Die ist alt genug, dass sie mal 5 Minuten alleine sein kann. Okay. Das war's dann.
sicher. Kannst du herfinden? Schauen wir mal. So. Dann haben wir die auch abgeholt. Jetzt dachte ich schon, die kommt nicht mit, aber okay. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, jetzt können wir die auch noch benutzen. Darf die auch für uns immer durch die Löcher kriechen. Sie ist auf. Wow, guter Service. Würde ich auch so sagen. Das ist ein süßer Bär. Ist er dein Freund? Lottie ist ein Mädchen. Ich habe sie von dem netten Mann. Welcher nette Mann? Der Terra-Safe-Onkel. Er hat mich gerettet, als ich klein war. Ob irgendjemand von TerraSafe nicht gefangen wurde? Der TerraSafe-Onkel. Mädchen ist weg.